Oder verbietet dir dein Glaube, mich zu lieben? Sie erbleichte und schwieg. Glaube mir, Allah ist für alle Menschen der gleiche Gott. Wenn er mir erlaubt, dich zu lieben, warum soll er es dir verbieten, mich wieder zu lieben? Sie schaute ihm unverwandt ins Gesicht, als ob sie von diesem neuen Gedanken getroffen sei. In ihren Augen drückte sich Zweifel aus und zugleich der Wunsch, sich überzeugen zu lassen. Welche Augen! Sie glühten wie zwei Kohlen. Höre, liebe, schöne Bela, fuhr Pechorin fort. Du siehst, wie ich dich liebe. Ich bin bereit, alles hinzugeben, um dich aufzuheitern. Ich will dich glücklich sehen. Wenn du wieder in deine Traurigkeit verfällst, dann sterbe ich. Sag, wirst du fröhlicher werden? Sie dachte nach, ohne ihre schwarzen Augen von ihm zu wenden. Dann lächelte sie zärtlich und neigte den Kopf zum Zeichen des Einverständnisses. Er nahm ihre Hand und begann Bela zuzureden, dass sie ihn küsse. Sie wehrte ihn schwach ab und wiederholte nur immer: »Bitte, bitte, das nicht!« Er ließ nicht von ihr ab. Sie erbebte und begann zu weinen. »Ich bin deine Gefangene«, sagte sie. »Deine Sklavin, du kannst natürlich mit mir machen, was du willst.« Und abermals Tränen. Grigori Alexandrowitsch schlug sich mit der Faust gegen die Stirn und stürzte ins andere Zimmer. Ich ging zu ihm. Mit verschränkten Armen schritt er mürrisch auf und ab. »Nun, mein Lieber«, sagte ich zu ihm. »Ein Teufel, aber keine Frau«, antwortete er. »Aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass sie mir gehören wird.« Ich schüttelte den Kopf. »Wollen wir wetten?«, fragte er. »Binnen einer Woche.« »Wie Sie wollen.« Wir schlugen in die Hände und gingen auseinander. Am nächsten Tage schickte er sofort einen Eilboten nach Kislyar zum Einkaufen. Es wurde eine Menge verschiedener persischer Stoffe gebracht, so viel, dass man gar nicht alle aufzählen kann. »Was denken Sie, Maxim Maximowitsch?«, sagte er zu mir, als er mir die Geschenke zeigte. »Wird die asiatische Schöne einer solchen Batterie widerstehen können?« »Sie kennen die Tscherkessinnen nicht«, antwortete ich. »Die sind durchaus nicht dasselbe wie Grosinierinnen oder transkaukasische Tatarinnen, ganz und gar nicht dasselbe. Sie haben ihre eigenen Grundsätze, sie sind anders erzogen.« Grigori Alexandrowitsch lächelte und begann einen Marsch zu pfeifen. Es erwies sich, dass ich recht gehabt hatte. Die Geschenke bewirkten nur die Hälfte. Bela wurde zärtlicher und zutraulicher, aber das war auch alles. Da entschloss sich Pechorin zu einem letzten Mittel. Eines Morgens ließ er ein Pferd satteln, legte tscherkessische Tracht an und ging im vollen Schmuck seiner Waffen zu ihr. »Bela«, sagte er, »du weißt, wie ich dich liebe. Ich war zu dem Entschluss gekommen, dich zu entführen, weil ich dachte, dass du mich wieder lieben würdest, wenn du mich kennengelernt hast. Ich habe mich geirrt. Leb wohl. Du bist Herrin über alles, was ich besitze. Wenn du willst, kehre zu deinem Vater zurück. Du bist frei. Ich habe mich vor dir schuldig gemacht und muss meine Strafe auf mich nehmen. Lebe wohl. Ich reite fort. Wohin? Ich weiß es selbst nicht. Vielleicht brauche ich einer Kugel oder einem Säbelhieb nicht lange nachzujagen. Dann vergiss mich nicht und verzeihe mir.« Er wandte sich um und gab ihr die Hand zum Abschied. Sie nahm die Hand nicht und schwieg. Ich stand hinter der Tür und konnte durch einen Spalt ihr Gesicht sehen. Mitleid mit ihr ergriff mich.
Solch tödliche Blässe bedeckte dieses liebe Gesicht. Da Petschorin keine Antwort vernahm, machte er einige Schritte zur Tür hin. Er bebte, und was soll ich Ihnen sagen? Ich denke, er wäre in der Tat imstande gewesen, auszuführen, wovon er im Scherz gesprochen hatte. Er war schon solch ein Mensch. Gott mag ihn kennen. Kaum hatte er jedoch die Tür berührt, als Bela schluchzend aufsprang und sich ihm an den Hals warf. Ob Sie es glauben oder nicht, mir kamen selbst die Tränen, wie ich da hinter der Tür stand. Das heißt, wissen Sie, nicht, dass ich weinte, sondern bloß so, ach, Dummheiten. Der Stabshauptmann schwieg vor sich hin. Ja, ich muss bekennen, sagte er dann, seinen Schnurrbart zwirbelnd, mir war ärgerlich zumute, weil mich niemals eine Frau so geliebt hatte. Und dauerte das Glück der beiden lange? Fragte ich. Ja, sie bekannte uns, dass sie von dem Tage an, an dem sie Petschorin das erste Mal gesehen hatte, oft von ihm geträumt und dass kein anderer Mann einen solchen Eindruck auf sie gemacht hätte als Petschorin. Ja, sie waren glücklich. Wie langweilig, rief ich unwillkürlich. Tatsächlich. Ich hatte eine tragische Verwicklung erwartet, und plötzlich sah ich mich in meinen Erwartungen so betrogen. »Hat denn wirklich«, fuhr ich fort, »der Vater nicht erraten, dass sich Bela bei Ihnen im Vorbefand?« »Er scheint den Verdacht gehabt zu haben. Einige Tage später erfuhren wir, dass der Alte getötet worden war. Hören Sie, wie es geschah.« Meine Aufmerksamkeit war wieder erwacht. »Sie müssen wissen, dass Kaspitsch glaubte, Assamat habe sein Pferd im Einverständnis mit dem Vater gestohlen. Zumindest nehme ich das an. Kaspitsch stellte sich ungefähr 3 Werst vom Aul entfernt am Wege auf und wartete. Der alte Fürst kehrte von der vergeblichen Suche nach seiner Tochter zurück. Seine Reitknechte folgten in weitem Abstand hinter ihm. Es war bereits dämmerig. Er ritt nachdenklich im Schritt dahin. Plötzlich schnellte Kaspitsch wie eine Katze aus dem Gebüsch hervor, sprang von hinten auf das Pferd des Alten, warf ihn mit einem Dolchstoß zu Boden, ergriff die Zügel und sprengte davon. Einige Knechte hatten es vom Hügel herab mit angesehen, machten sich an seine Verfolgung, holten ihn jedoch nicht ein. Er hielt sich für den Verlust seines Rosses schadlos und rächte sich, bemerkte ich, um zu erfahren, was mein Gefährte dazu sagte. »Nach den Landessitten«, sagte der Stabshauptmann, »war er natürlich vollkommen im Recht.« Unwillkürlich staunte ich über die Fähigkeit des russischen Menschen, sich den Gewohnheiten derjenigen Völker anzugleichen, bei denen er zufällig lebt. Ich weiß nicht, ob diese Anpassungsfähigkeit abzulehnen oder zu loben ist. Jedenfalls beweist sie die unglaubliche Wendigkeit seines Geistes und das Vorhandensein eines klaren, gesunden Menschenverstandes, der ein Übel überall dort verzeiht, wo seine Notwendigkeit einzusehen oder eine Beseitigung nicht möglich ist. Inzwischen war der Tee ausgetrunken. Die längst angespannten Pferde standen zitternd im Schnee. Der Mond verblich im Westen und war im Begriff, in den schwarzen Wolken unterzutauchen, die wie Fetzen eines zerrissenen Vorhangs über den fernen Gipfeln hingen. Wir verließen die Hütte. Entgegen der Vorhersage meines Reisegefährten hatte sich das Wetter aufgeklärt und versprach uns einen stillen Morgen. Am fernen Horizont verflocht sich der Sternenreigen zu wundersamen Mustern. Ein Stern nach dem anderen erlosch in gleichem Maße, wie der bleiche Widerschein vom Osten das dunkel-lila Himmelsgewölbe überflutete und allmählich die steilen, von jungfräulichem Schnee bedeckten Berghalden rötete. Rechts und links dunkelten finstere, geheimnisvolle Abgründe.
Nebel ballten sich, und ihre Schwaden krochen und wanden sich wie Schlangen an den Schründen der benachbarten Felsen entlang, als ob sie das Nahen des Tages fühlten und scheuten. Still war es am Himmel und auf Erden, wie im Herzen eines Menschen beim Morgengebet. Hin und wieder wehte ein kalter Wind von Osten und ließ die reifbedeckten Mähnen der Pferde in die Höhe flattern. Wir setzten uns in Marsch. Mit Mühe zogen 5 magere Klepper unsere Fuhren den gewundenen Weg zum Gutschberg hinauf. Wir gingen zu Fuß hinterher und legten Steine unter die Räder, wenn den Pferden die Kräfte versagten. Es sah aus, als ob der Weg in den Himmel führte, weil er, soweit der Blick reichte, immerzu anstieg und schließlich in der Wolke verschwand, die schon am Abend zuvor auf dem Gipfel des Gutschberges wie ein Geier, der seine Beute erwartet, gehangen hatte. Der Schnee knirschte unter unseren Füßen. Die Luft wurde so dünn, dass man nur mit Mühe atmen konnte. Jeden Augenblick stieg mir das Blut zu Kopfe. Zugleich durchströmte jedoch meinen Körper ein tröstlich erquickendes Gefühl, und mir war froh zumute, weil ich so hoch über aller Welt mich befand. Es war ein kindliches Gefühl, ich bestreite es nicht. Doch wenn wir uns von den gesellschaftlichen Bedingtheiten entfernen und uns der Natur nähern, werden wir unwillkürlich zu Kindern. Alles Angelernte fällt von der Seele, und sie wird wieder so, wie sie ehedem war und gewiss einmal wieder werden wird. Wem es wie mir gelang, durch die einsame Bergwelt zu streifen und lange, lange auf die wunderbaren Formen der Berge zu blicken und die aus ihren Tälern quellende lebensspendende Luft in sich einzusaugen, wird gewiss meinen Wunsch verstehen, diese Zauberbilder wiederzugeben, zu schildern und zu zeichnen. Endlich hatten wir den Gutschberg erklommen, machten Halt und schauten uns um. Seinen Gipfel umhing eine graue Wolke. Ihr kalter Atem drohte nahen Sturm an. Im Osten war jedoch alles so klar und golden, dass wir, das heißt ich und der Stabshauptmann, die Wolke vollständig vergaßen. Ja, auch der Stabshauptmann. In den einfachen Herzen ist das Gefühl für die Schönheit und Majestät der Natur um viele Male stärker und lebendiger als in uns Erzählern, die ihre Begeisterung mit vielen Worten auf dem Papier ausdrücken. »Sie müssten doch an diese prachtvollen Bilder gewöhnt sein«, sagte ich zu ihm. »Ja, man kann sich auch an das Pfeifen einer Kugel gewöhnen«, das heißt, man kann sich daran gewöhnen, das unwillkürliche Herzklopfen zu verbergen. Ich habe im Gegenteil gehört, dass diese Musik für manchen alten Krieger sogar angenehm ist. Gewiss, wenn sie wollen, ist es auch angenehm. Jedoch immer nur deshalb, weil das Herz stärker schlägt. Schauen Sie, fügte er hinzu und wies gen Osten. Was für eine Landschaft! Und tatsächlich, solchen Rundblick hatte ich noch nirgendwo erlebt. Unter uns lag das Keuschaudertal, das von der Aragwa und einem zweiten Flüsschen durchschnitten wurde, die wie 2 silberne Bänder dalagen. Bläulicher Nebel schwebte über dem Tal und strömte vor den warmen Morgenstrahlen in die Seitenschluchten. Rechts und links ragten Bergkämme, einer hinter dem anderen auf, bedeckt mit Schnee und Gesträuch, überschnitten sie sich und dehnten sich lang hin. In der Ferne sah man dieselben Berge, als wenn es 2 Felsen wären, die einander glichen, und alle Schneefelder glühten in purpurnem Glanze so froh, so leuchtend, dass man hier für immer hätte weilen mögen. Die Sonne ging kaum bemerkbar hinter einem dunkelblauen Berge auf, den nur ein geübtes Auge von einer Gewitterwolke hätte unterscheiden können. Quer durch die Sonne zog sich ein blutiger Streifen, dem mein Gefährte seine besondere Aufmerksamkeit zuwandte. »Ich habe Ihnen ja gesagt«, rief er,
Heute wird schlechtes Wetter. Wir müssen uns beeilen, sonst trifft uns das Wetter auf dem Kreuzpass. Sputet euch! Rief er den Fuhrleuten zu. Unter die Räder wurden anstelle der Bremsen Ketten gelegt, damit sie nicht ins Gleiten gerieten. Die Pferde wurden an den Zügeln genommen und der Abstieg begann. Zur Rechten ragte eine steile Wand auf, zur Linken gähnte ein so tiefer Abgrund, dass ein ganzes ossetisches Dörfchen, das in der Talsenke lag, wie ein Schwalbennest wirkte. Mich schauderte bei dem Gedanken, dass hier unsere Kuriere oftmals in finsterer Nacht auf diesem Wege, wo zwei Gefährte nicht einander ausweichen können, wohl an die 10 Mal im Jahre entlang fahren, ohne dass sie ihre rüttelnde Equipage verlassen. Einer von unseren Kutschern war ein russischer Bauer, der aus Jaroslaw stammte, der andere ein Ossete. Der Ossete führte unter allen erdenklichen Vorsichtsmaßregeln das Deichselpferd am Zügel, nachdem er vorher die Riemenpferde abgespannt hatte. Unser sorgloser Russe war jedoch nicht einmal vom Bock geklettert. Als ich ihm bemerkte, dass er ein wenig aus der Ruhe kommen möchte, und wenn es nur zugunsten meines Koffers wäre, dem ich durchaus nicht in diesen Abgrund nachzuklettern wünschte, antwortete er mir: »Ach, Herr! Gott wird schon nicht zulassen, dass wir schlechter als jene an Ort und Stelle kommen. Wir sind ja nicht die Ersten.« Und er hatte recht. Wir hätten genauso nicht anlangen können. Indessen, wir gelangten doch an unser Ziel. Wenn alle Menschen etwas mehr nachdächten, würden sie sich überzeugen, dass das Leben nicht wert ist, sich so viel Sorgen darum zu machen. Aber Sie wollen vielleicht das Ende der Geschichte Belas hören. Erstens schreibe ich keine Erzählung, sondern Reiseskizzen. Folglich kann ich den Stabshauptmann nicht eher erzählen lassen, bevor er nicht tatsächlich zu erzählen begonnen hat. Also warten Sie noch ein wenig, oder, wenn Sie das nicht wollen, überblättern Sie einige Seiten. Ich rate Ihnen jedoch nicht dazu, denn der Übergang über den Kreuzpass oder Le Mont Saint-Christophe, wie ihn der gelehrte Gamba nennt, ist ihrer aufmerksamen Beachtung wert. Wir stiegen also den Gutschberg in das Teufelstal hinab. Hören Sie, welch romantischer Name! Sie sehen schon den bösen Geist zwischen den unbesteigbaren Felswänden nisten. Aber so ist es keineswegs. Die Bezeichnung Tschertowaja Dolina, Teufelstal, kommt vom Worte Certa, Linie, und nicht vom Worte Chort, Teufel. Denn hier verlief einstmals die Grenze Grusiens. Dieses Tal war mit riesigen Schneebergen angehäuft, die ziemlich lebhaft an Saratow, Tambow und andere liebliche Orte unseres Vaterlandes erinnerten. »Da ist auch der Kreuzpass«, sagte der Stabshauptmann, als wir in das Teufelstal gelangten, und zeigte auf einen mit einer Schneeschicht bedeckten Berg, auf dessen Gipfel sich ein steinernes Kreuz schwarz abzeichnete. An ihm entlang führte ein kaum bemerkbarer Weg, der nur dann befahren wird, wenn der seitliche Weg mit Schnee verschüttet ist. Da unsere Kutscher ihre Pferde schonen wollten und zudem erklärten, dass noch keine Lawinen niedergegangen seien, fuhren sie uns den Rundweg. Bei einer Kehre stießen wir auf 5 Osseten. Sie boten uns ihre Dienste an, und indem sie in die Speichen griffen, machten sie sich mit Geschrei daran, unsere Lastwagen zu stützen und zu ziehen. Der Weg war tatsächlich gefährlich. Zur Rechten hingen über unseren Häuptern Schneewächten, die beim ersten Windstoß in die Tiefe zu brechen drohten. Der schmale Weg war teilweise mit Schnee bedeckt, der an manchen Stellen unter den Füßen wegrutschte, während er sich an anderen unter der Einwirkung der Sonnenstrahlen und der Nachtfröste in Eis verwandelt hatte, so dass wir selbst nur mit Mühe vorwärts kamen, während die Pferde immer wieder stürzten. Zur Linken gähnte ein tiefer Felsenriss, wo ein Strom brauste, der bald unter einer Eisdecke verschwand, bald schäumend über schwarze Steine dahinsprang.
In 2 Stunden hatten wir wohl kaum den Kreuzpass überwunden. 2 Werst in 2 Stunden. Indessen senkten sich die Wolken und schütteten Hagel und Schnee über uns. Der in die Schluchten hineinpeitschende Wind heulte und pfiff wie der Räuber Soloway. Bald war das steinerne Kreuz im Nebel verschwunden, der Welle um Welle immer dichter und geballter von Osten heranflutete. Von diesem Kreuz gibt es übrigens die merkwürdige, aber allgemeine Überlieferung, dass es vom Zaren Peter dem Ersten errichtet worden sei, als er durch den Kaukasus reiste. Erstens ist jedoch Peter nur in Dagestan gewesen, und zweitens steht mit großen Buchstaben auf dem Kreuz geschrieben, dass es auf Befehl des Generals Jarmolow aufgestellt worden ist, und zwar im Jahre 1824. Aber trotz der Aufschrift ist die Überlieferung so eingewurzelt, dass man nicht wirklich weiß, wem man glauben soll, umso mehr, da wir daran gewöhnt sind, Aufschriften keinen Glauben zu schenken. Wir hatten noch einen Abstieg von 5 Werst über vereiste Felsen und schmelzenden Schnee vor uns, um die Station Kobi zu erreichen. Die Pferde waren erschöpft, wir selbst durchfroren, der Schneesturm heulte immer stärker und stärker und klang genau wie unser heimatlicher im Norden. Nur waren seine wilden Melodien trauriger und wehmütiger. »Auch du, Verbannter«, dachte ich. Weinst nach deinen weiten, freien Steppen. Dort ist Raum zur Entfaltung deiner kalten Flügel, aber hier ist es dir dumpf und eng wie dem Adler, der mit einem Schrei gegen das Gitter seines eisernen Käfigs schlägt. »Böse«, sagte der Stabshauptmann. »Schauen Sie, ringsum ist nichts zu sehen wie Nebel und Schnee. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in den Abgrund rutschen oder in einem Winkel sitzen bleiben. Dort, etwas niedriger, ist die Bad Stara über die Ufer getreten, so dass wir sie nicht überqueren können. Geh mir einer mit diesem Asien. Wie die Menschen, so die Flüsse. Auf keinen kann man sich verlassen.« Die Kutscher trieben mit Geschrei und Gefluch die Pferde an, welche schnoben, sich stemmten und um keinen Preis der Welt sich vom Fleck rühren, sich trotz der deutlichen Sprache der Peitschenhiebe nicht vorwärts bewegen wollten. »Euer Wohlgeboren«, sagte schließlich einer der Kutscher, »heute kommen wir nicht mehr bis Kobi. Wollen Sie nicht, solange es noch möglich ist, nach links einbiegen? Dort am Berghang dunkelt etwas, das sind gewiss Hütten. Dort pflegen die Reisenden stets bei Unwetter Halt zu machen.« Und indem er auf einen Osseten zeigte, fügte er hinzu, »Es heißt, sie führen, wenn man ihnen ein Trinkgeld gibt.« »Weiß ich, Brüderchen, weiß ich ohne dich«, sagte der Stabshauptmann. »Diese Halunken ergreifen doch jede Gelegenheit, um sich etwas für Wodka zu erraffen.« »Sie müssen indessen zugeben«, sagte ich, »dass wir ohne sie viel schlimmer daran wären.« na ja«, murmelte er. »Geh mir einer mit diesen Führern. Man hat es doch im Gefühl, wie man gehen kann, als ob man ohne sie nicht auch den Weg finden könnte.« Wir bogen also nach links ab und gelangten nach mancherlei Mühen zu einer ärmlichen Unterkunft, die aus 2 Hütten bestand. Man hatte sie aus Quadern und Feldsteinen zusammengesetzt und eine ebensolche Mauer aufgeführt. Die zerlumpten Hüttenbewohner nahmen uns freudig auf. Ich erfuhr später, dass sie von der Regierung unter der Bedingung bezahlt und mit Lebensmitteln versorgt werden, alle vom Sturm überraschten Reisenden aufzunehmen. »Alles hat sein Gutes«, sagte ich, während ich am Feuer Platz nahm. »So können Sie mir wenigstens Ihre Geschichte von Bela zu Ende erzählen. Ich bin überzeugt, dass das noch nicht der Schluss war.« »Warum sind Sie so überzeugt davon?« antwortete der Stabshauptmann, und ein listiges Lächeln huschte über sein Gesicht. »Weil es nicht in der Ordnung der Dinge ist«,
Was so ungewöhnlich begonnen hat, muss auch ebenso enden. Sie haben es erraten. Sehr erfreut. Sie haben sich gut freuen, aber mir wird es immer traurig ums Herz, wenn ich daran denke, wahrlich. Ein prachtvolles Mädchen war diese Bela. Ich hatte mich schließlich so an sie gewöhnt, als ob sie meine Tochter wäre. Auch sie hatte mich lieb. Ich muss Ihnen sagen, dass ich keine Familie besitze. Von Vater und Mutter habe ich schon 12 Jahre lang keine Nachricht mehr erhalten, und mich mit einer Frau zu versorgen, habe ich nie verstanden. Früher hatte ich es versäumt, und jetzt ist die Zeit für mich vorbei. Ich war also froh, dass ich jemanden gefunden hatte, den ich verzärteln konnte. Bela pflegte uns Lieder vorzusingen, oder sie tanzte die Leskinka. Und wie sie tanzte. Ich habe unsere jungen Damen aus der Provinz gesehen. Rund 20 Jahre mögen es her sein. Aber was waren sie gegen Bela? Das war ein Unterschied. Grigori Alexandrowitsch kleidete sie wie eine Puppe, hätschelte und verwöhnte sie, und sie wurde durch ihn so schön, dass es ein Wunder war. Von Gesicht und Armen wich das dunkle Braun, eine feine Röte spielte auf ihren Wangen, und wie fröhlich sie immer war. Dauernd machte sie sich über mich lustig, die Mutwillige. Gott verzeihe ihr. Wie verhielt sie sich, als sie ihr den Tod ihres Vaters mitteilten? Wir verheimlichten ihr dieses Geschehenes so lange, bis sie sich an ihre Lage gewöhnt hatte. Als wir es ihr sagten, weinte sie 2 Tage lang, und dann vergaß sie es. An die 4 Monate ging alles, wie man es sich nicht besser wünschen kann. Ich glaube, ich sagte schon, dass Grigori Alexandrowitsch eine leidenschaftliche Liebe zur Jagd hatte. Zuweilen trieb es ihn förmlich in den Wald, nach Ebern und Rehen zu jagen. Und nun zog es ihn wieder mächtig zum Vor hinaus. Eines Tages merkte ich, wie er wieder in Nachdenklichkeit verfiel und im Zimmer auf und ab ging, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Dann entfernte er sich plötzlich zur Jagd, ohne jemandem etwas zu sagen, und blieb den ganzen Morgen verschwunden. So geschah es einmal und zweimal, immer öfter und öfter. Nicht gut, dachte ich. Da ist sicher zwischen ihnen etwas nicht in Ordnung. Eines Morgens ging ich zu ihnen, und ich sehe es noch wie heute vor mir. Bela saß in einem schwarzseidenen Beschmet auf dem Bett, so bleich und bekümmert, dass ich erschrak. »Und wo ist Petschorin?« fragte ich. »Auf der Jagd.« »Ist er heute fortgegangen?« Sie schwieg, als würde ihr das Reden schwer. »Nein, schon gestern«, sagte sie und seufzte tief. »Es wird ihm doch nicht zugestoßen sein.« »Ich habe gestern den ganzen Tag gedacht und gedacht«, antwortete sie unter Tränen, »und mir die verschiedensten Unglücksfälle vorgestellt. Bald glaubte ich, ein wilder Eber habe ihn verwundet, bald sah ich, wie ihn ein Tschetschenze in die Berge schleppte. Heute jedoch scheint mir, dass er mich nicht liebt.« »Wirklich, Liebling, etwas Schlimmeres hättest du dir nicht ausdenken können.« Sie weinte, dann hob sie voller Stolz den Kopf, wischte die Tränen ab und fuhr fort. »Wenn er mich nicht liebt, was hindert ihn dann, mich nach Hause zu schicken? Ich zwinge ihn nicht. Wenn es jedoch nicht anders wird, dann gehe ich selbst. Ich bin nicht seine Sklavin, ich bin eines Fürsten Tochter.« Ich begann, ihr gut zuzureden. »Hör zu, Belam. Er kann doch nicht sein Leben lang hier sitzen, als wenn er an deinen Rock geheftet wäre. Er ist ein junger Mensch, liebt das Wild zu jagen, geht und kommt. Wenn du aber dauernd eine traurige Miene machst, wirst du ihm umso eher langweilig.«
Das ist wahr, das stimmt, antwortete sie. Ich will lustig sein. Lachend ergriff sie ihr Tamburin, fing an zu singen, zu tanzen und um mich herum zu springen. Nur währte auch dies nicht lange. Sie sank wieder auf das Bett zurück und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Was sollte ich mit ihr anfangen? Wissen Sie, ich habe niemals Umgang mit Frauen gehabt, dachte hin und her, wie ich sie trösten könnte, aber nichts fiel mir ein. Einige Zeit schwiegen wir beide. Ein unangenehmer Zustand, kann ich Ihnen sagen. Schließlich meinte ich, wenn du magst, gehen wir etwas auf dem Wall spazieren. Das Wetter ist prächtig. Es war September. Der Tag war wunderbar, klar und nicht heiß. Alle Berge lagen vor uns weithin sichtbar ausgebreitet, wie auf einem Schüsselchen. Wir gingen auf dem Wall der Festung schweigend hin und her. Schließlich setzte sie sich auf den Rasen und ich nahm neben ihr Platz. Wirklich, es ist noch in der Erinnerung komisch. Ich lief ihr nach wie eine Kinderfrau. Unser Fort lag auf einer Anhöhe. Der Blick vom Wall war herrlich. Von der einen Seite sah man auf ein weites, ebenes Feld, das nur von einigen Schluchten zerrissen war und von einem Wald abgeschlossen wurde, der sich bis zum Bergrücken erstreckte. Verstreut sah man hier und dort Aule, aus deren Hütten der Rauch stieg, und weidende Pferdeherden. Auf der anderen Seite lief ein schmales Flüsschen. Bis an seine Ufer reichte das dichte Gebüsch, das die steinigen Anhöhen bedeckte, die schließlich in die Hauptkette des Kaukasus übergingen. Wir saßen an einer Ecke der Bastion, von der wir nach beiden Seiten hin alles überblicken konnten, und da sehe ich plötzlich, jemand reitet auf einem grauen Pferde aus dem Wald hervor, kommt immer näher und näher, macht schließlich jenseits des Flüsschens, ungefähr 100 Klafter von uns, Halt und lässt sein Pferd wie ein Verrückter kreisen. Welch merkwürdiger Vorgang! Schau doch, Bela, sagte ich. Du hast jüngere Augen. Was ist das dort für ein Tschigit? Wem will er hier etwas vormachen? Sie blickte hin und schrie auf. Es ist Kaspitsch! Ach, dieser Räuber! Ist er etwa gekommen, um sich über uns lustig zu machen? Ich schaue schärfer hin. Tatsächlich, es ist Kaspitsch. Seine schmutzig-braune Fratze, abgerissen, dreckig wie immer. Es ist das Pferd meines Vaters, sagte Bela und griff nach meinem Arm. Sie zitterte wie ein Blatt und ihre Augen funkelten. Aha, dachte ich. Auch in dir, mein Seelchen, schweigt nicht das Räuberblut. Komm doch mal her, sagte ich zu dem Wachtposten. Schau dir dein Gewehr an und schieß mir diesen Burschen ab. Dann erhältst du einen Silberrubel. Zu Befehl, euer Hochwohlgeboren. Er hält nur nicht still. Befiehl's ihm, sagte ich lachend. Hallo, Verehrter, schrie der Wachtposten und winkte mit der Hand. Warte ein bisschen. Warum drehst du dich dauernd wie ein Kreisel? Kaspitsch hielt tatsächlich an und begann zu lauschen. Er dachte gewiss, dass man mit ihm reden wolle, warum auch nicht. Mein Grenadier legte an, peng, vorbei. Kaum war der Pulverdampf aufgestiegen, hatte Kaspitsch seinem Pferd die Sporen gegeben und es hatte einen Sprung zur Seite gemacht. Nunmehr richtete sich Kaspitsch in den Steigbügeln auf, schrie uns etwas in seiner Sprache zu, drohte uns mit der Nagaika, und fort war er. »Schämst du dich nicht?« sagte ich zu dem Wachposten. »Euer Hochwohlgeboren, der Tod hat ihm im Genick gesessen«, antwortete er. »Aber dieses verdammte Volk schlägt man nicht mit einem Male tot.« Eine Viertelstunde später kehrte Petschorin von der Jagd zurück.
Bela warf sich ihm an den Hals, und sie hatte keine Klage, keinen Vorwurf für sein langes Ausbleiben. Sogar ich vergaß meinen Ärger über ihn. »Erbarmen«, sagte ich. »Eben ist dort auf der anderen Seite des Flüsschens Kaspitsch erschienen. Wir haben auf ihn geschossen. Es wird nicht lange dauern, und Sie werden mit ihm zusammenstoßen. Diese Gebirgler sind ein rachsüchtiges Volk. Denken Sie etwa, er hat nicht erraten, dass Sie Assamat Beihilfe geleistet haben? Und ich möchte schwören, dass er heute Bela erkannt hat. Ich weiß, dass sie ihm vor einem Jahr mächtig gefallen hat. Er hat es mir selbst gesagt. Und wenn es ihm gelungen wäre, ein ordentliches Brautgeschenk zusammenzubringen, dann hätte er sie gewiss geheiratet.« Da wurde Petschorin nachdenklich. »Ja«, antwortete er, »man muss vorsichtiger sein. Bela, von heute ab gehst du mir nicht mehr auf dem Wall spazieren.« Abends hatte ich mit ihm eine lange Aussprache. Ich ärgerte mich, dass er sein Verhalten zu dem armen Mädchen so verändert hatte. Abgesehen davon, dass er den halben Tag auf der Jagd verbrachte, benahm er sich immer kühler zu ihr. Er liebkoste sie nur noch selten, und sie begann merklich dahin zu siechen. Ihr Gesicht wurde länger, die großen Augen trübten sich. »Weshalb seufzt du, Bela? Bist du betrübt?« fragte ich manchmal. »Nein.« »Hast du irgendeinen Wunsch?« »Nein.« »Sehnst du dich nach deinen Angehörigen?« »Ich habe keine Angehörigen.« Ganze Tage lang konnte man von ihr nicht mehr als ein Ja oder Nein herausbekommen. Über all das stellte ich Petschorin zur Rede. »Hören Sie, Maxim Maximitsch«, antwortete er, »ich habe einen unglücklichen Charakter. Ob mich meine Erziehung so gemacht hat, ob mich Gott so geschaffen hat, ich weiß nicht. Ich weiß nur das eine: wenn ich die Ursache des Unglücks anderer bin, so bin ich selbst nicht weniger unglücklich. Für die anderen ist das selbstverständlich ein schlechter Trost, aber an der Tatsache selbst ändert es nichts. Von früher Jugend an, seit dem Augenblick, da ich der Obhut der Eltern entwuchs, stürzte ich mich gierig in alle Vergnügungen, die man für Geld erlangen konnte. Natürlich wurden mir diese Ergötzungen bald zuwider. Dann trat ich in die große Welt ein, doch bald wurde ich der Gesellschaft ebenfalls überdrüssig. Ich verliebte mich in schöne Damen der Gesellschaft und wurde wieder geliebt, aber ihre Liebe reizte nur meine Fantasie und Eigenliebe. Das Herz jedoch blieb leer. Ich begann zu lesen, zu lernen, aber auch die Wissenschaften langweilten mich. Ich sah, dass weder Ruhm noch Glück von ihnen abhängen, denn die glücklichsten Menschen sind unwissend, und Ruhm ist ein Glücksfall. Um ihn zu erreichen, braucht man nur wendig zu sein. Da wurde mir alles zum Überdruss. Bald danach versetzte man mich nach dem Kaukasus. Es war die glücklichste Zeit meines Lebens. Ich hoffte, dass es unter den Kugeln der Tschetschenzen keine Langeweile geben würde. Umsonst. Nach einem Monat war ich an ihr Pfeifen und an die Nähe des Todes derartig gewöhnt, dass mich die Mücken mehr interessierten als die Kugeln. Tatsächlich. Und ich langweilte mich mehr denn je, denn ich hatte fast die letzte Hoffnung verloren. Als ich Bela in ihrem Hause erblickte, als ich sie zum ersten Mal auf den Knien hielt und ihre schwarzen Locken küsste, dachte ich, Thor, dass sie ein Engel sei, den mir das mitfühlende Schicksal gesandt habe. Abermals täuschte ich mich. Die Liebe des wilden Naturkindes ist ein bisschen schöner als die einer eleganten Dame, doch sind Unwissenheit und Herzenseinfalt der einen auf die Dauer ebenso langweilig wie das kokette Spiel der anderen. Wenn sie wollen, werde ich sie noch lieben. Ich habe ihr einige sehr schöne Augenblicke zu verdanken.
Ich werde meinetwegen sogar mein Leben für sie geben. Nur langweile ich mich mit ihr. Bin ich ein Narr oder bin ich ein Bösewicht? Ich weiß es nicht. Gewiss ist nur das eine. Ich bin genauso bemitleidenswert wie sie. Ja, vielleicht mehr als sie. Die Gesellschaft hat meine Seele verdorben. Meine Fantasie ist voll Unruhe, mein Herz unersättlich. Nichts genügt mir. An Kummer gewöhne ich mich ebenso leicht wie an Genuss. Mein Leben wird von Tag zu Tag leerer. Mir ist nur noch ein Mittel geblieben: Reisen. Sobald es nur irgend möglich ist, breche ich auf. Nur nicht nach Europa, Gott bewahre. Ich fahre nach Amerika, nach Arabien, nach Indien. Vielleicht sterbe ich irgendwo am Wege. Zumindest bin ich überzeugt, dass sich diese letzte Zerstreuung mit Hilfe von Stürmen und schlechten Wegen eine ganze Weile hinziehen wird. So sprach er lange, und seine Worte prägten sich tief in mein Gedächtnis ein, weil ich solche Dinge zum ersten Male von einem 25-jährigen Menschen vernahm. Gebe Gott, es war auch das letzte Mal. Unfassbar, so etwas. Sagen Sie bitte, fuhr der Stabshauptmann fort und wandte sich an mich. Sie sind doch scheinbar noch unlängst in der Residenz gewesen. Ist denn wirklich die ganze Jugend dort so? Ich antwortete, dass es viele Leute gäbe, die genauso redeten. Dass wahrscheinlich aber auch solche vorhanden seien, welche die Wahrheit sagten. Im Übrigen hatte die Blasiertheit, wie alle Moden, bei den höchsten Schichten der Gesellschaft begonnen und war von dort in die niedrigeren gedrungen, wo sie plump und gemein wurde, so dass heute diejenigen, welche sich mehr als alle anderen und tatsächlich langweilen, bemüht sind, dieses Unglück wie ein Laster zu verheimlichen. Der Stabshauptmann verstand diese Feinheiten nicht, schüttelte den Kopf und lächelte verschmitzt. Wahrscheinlich haben die Franzosen diese Mode der Langeweile eingeführt. Nein, die Engländer. Aha, da haben wir es ja, antwortete er. Die Engländer sind immer ausgesprochene Trunkenbolde gewesen. Ich musste unwillkürlich an eine Moskauer Dame denken, die behauptet hatte, dass Byron nichts anderes als ein Trunkenbold gewesen sei. Die Bemerkung des Stabshauptmannes war übrigens entschuldbarer. Um vor sich einen Grund zur Enthaltsamkeit vom Alkoholgenuss zu haben, bemühte er sich natürlich, sich einzureden, dass alles Unglück in der Welt von der Trunkenheit herrühre. Inzwischen setzte er seine Erzählung folgendermaßen fort. Caspitsch erschien nicht wieder, aber ich weiß nicht warum, ich konnte den Gedanken nicht loswerden, dass er sich nicht umsonst gezeigt habe und irgendetwas Böses im Schilde führte. Eines Tages überredete mich Petschorin, mit ihm zur Eberjagd zu reiten. Lange sträubte ich mich dagegen. Was waren Eber schon für ein Wild für mich? Schließlich gelang es ihm doch, mich mitzuschleppen. Wir nahmen uns 5 Soldaten zur Begleitung und brachen am frühen Morgen auf. Bis 10 Uhr streiften wir durch Röhricht und Wald, ohne ein Tier aufzuspüren. Wollen wir nicht lieber umkehren? Fragte ich. Warum sich so darauf versteifen? Wir haben heute scheint's eine Pechsträhne. Grigori Alexandrowitsch wollte jedoch trotz Müdigkeit und Hitze nicht ohne Beute zurückkehren. Er war so ein Mensch. Was er sich in den Kopf gesetzt hatte, musste er auch haben. Er war offenkundig als Kind von seiner Mutter schrecklich verzogen worden. Gegen Mittag spürten wir endlich so einen verflixten Eber auf. Piff, paff, vorbeigeschossen, gingen die Binsen. Es war nun mal eben so ein Unglückstag. Nachdem wir uns ein wenig ausgeruht hatten, wandten wir uns heimwärts. Wir ritten schweigend mit losen Zügeln nebeneinander her und waren schon dicht vor dem Fort.
Nur ein Gebüsch verdeckte es noch unseren Augen. Plötzlich fiel ein Schuss. Wir schauten einander an. Der gleiche Verdacht durchzuckte uns. In langen Sätzen sprengten wir der Stelle zu, wo der Schuss gefallen war, und sahen, auf dem Wall hatte sich eine Gruppe Soldaten versammelt und zeigte ins Feld hinaus. Dort sprengte ein Reiter in vollem Galopp dahin und hielt etwas Weißes im Sattel. Grigori Alexandrowitsch stieß einen schrillen Schrei aus, nicht schlechter als ein Tschetschenze, riss das Gewehr aus dem Futteral und dahin. Ich ihm nach. Glücklicherweise waren wegen der misslungenen Jagd unsere Pferde nicht abgehetzt. Sie rissen sich förmlich unter dem Sattel los. Von Sekunde zu Sekunde kamen wir näher. Schließlich erkannte ich Kaspitsch. Nur konnte ich nicht unterscheiden, was er vor sich im Sattel hatte. Ich holte auf, ritt an Petschorins Seite und schrie ihm zu, »Es ist Kaspitsch!« Er warf mir einen Blick zu, nickte und versetzte seinem Pferd einen Peitschenhieb. Schließlich waren wir nur noch einen Flintenschuss von Kaspitsch entfernt. Ob sein Pferd abgehetzt oder ob es schlechter als unsere war, jedenfalls kam es trotz aller seiner Anstrengungen nur mit Mühe vorwärts. Ich glaube, in dieser Minute wird er sich seines Karages entsonnen haben. Ich sehe, Petschorin legt im vollen Galopp sein Gewehr an. »Nicht schießen!« schreie ich ihm zu. »Sparen Sie die Munition, wir holen ihn auch so ein.« Aber diese Jugend gerät immer zur unrechten Zeit in Hitze. Der Schuss fiel, die Kugel traf das Hinterbein des Pferdes. Es machte in der Hitze noch an die 10 Sprünge, dann stolperte es und sank in die Knie. Kaspitsch sprang ab, und da sahen wir, dass er eine in einen Schleier gehüllte Frau in seinen Armen hielt. Es war Bela, die arme Bela. Er schrie uns etwas in seiner Sprache zu und zückte den Dolch über ihr. Jetzt war jede Sekunde kostbar. Ich schoss auf gut Glück. Wahrscheinlich traf ihn die Kugel in die Schulter, denn er ließ plötzlich den Arm sinken. Als sich der Rauch verzogen hatte, sahen wir auf der Erde das verwundete Pferd und neben ihm Bela liegen. Kaspitsch jedoch, der sein Gewehr weggeworfen hatte, kletterte wie eine Katze an den Büschen der Felswand empor. Es gelüstete mich, ihn von dort herunterzuschießen, aber ich hatte keine Munition mehr zur Hand. Wir sprangen von den Pferden und stürzten zu Bela. Die Arme lag unbeweglich da, das Blut floss in Strömen aus der Wunde. So ein Schurke. Hätte er doch ins Herz gestoßen, dann wäre wenigstens mit einem Male alles zu Ende gewesen. Aber nein, in den Rücken. Ein richtiger Räuberstich. Sie hatte die Besinnung verloren. Wir zerrissen den Schleier und verbanden die Wunde möglichst fest. Petschorin küsste Belas kalte Lippen. Vergeblich. Nichts vermochte sie zu sich zu bringen. Petschorin bestieg sein Pferd. Ich hob sie vom Boden auf und legte sie ihm so gut es ging auf den Sattel. Er schlang seinen Arm um sie und wir ritten zurück. Nach einigen Minuten Schweigens sagte Grigori Alexandrowitsch zu mir: »Hören Sie, Maxim Maximitsch, auf diese Weise bringen wir sie nicht lebend heim.« »Das stimmt«, sagte ich. »Wir ließen unseren Pferden freien Lauf.« Am Tor der Festung erwartete uns eine Menschenmenge. Vorsichtig brachten wir die Verwundete zu Petschorin und schickten nach dem Arzt. Obwohl er betrunken war, kam er sofort, untersuchte die Wunde und erklärte, dass Bela nicht mehr länger als einen Tag leben würde. Er irrte sich jedoch. »Ist sie wieder gesund geworden?« fragte ich den Stabshauptmann und griff ihm unwillkürlich vor Freude an den Arm. »Nein«, antwortete er. »Der Arzt irrte sich nur insofern, dass sie noch 2 Tage lebte.«
Erklären Sie mir doch bitte, auf welche Weise es Kaspitsch gelang, Sie zu entführen. Es geschah folgendermaßen. Entgegen Petschorins Verbot war Bela aus dem Fort zum Flüsschen gegangen. Es war, wie Sie wissen, ein sehr heißer Tag. Sie hatte sich auf einen Stein gesetzt und ließ die Füße ins Wasser hängen. Da schlich sich Kaspitsch heran, im Handumdrehen packte er sie, verschloss ihr den Mund, schleppte sie in die Büsche, dort sprang er aufs Pferd und jagte davon. Bela war es inzwischen gelungen, um Hilfe zu rufen, wodurch die Posten alarmiert wurden. Sie schossen, trafen jedoch nicht, und in diesem Augenblick kamen wir hinzu. Ja, warum wollte Kaspitsch sie denn entführen? Aber ich bitte Sie. Diese Tscherkessen sind ein bekannt diebisches Volk. Was schief liegt, das nehmen sie. Auch wenn sie es nicht gebrauchen können, so stehlen sie es doch. In dieser Hinsicht muss man sie schon entschuldigen. Außerdem hatte Bela ihm ja schon seit langem gefallen. Und Bela ist gestorben. Ja, sie ist gestorben. Nur hat sie sich lange quälen müssen. Auch wir haben gehörige Qualen mit ihr ausgestanden. Gegen 10 Uhr abends kam sie wieder zum Bewusstsein. Wir saßen an ihrem Bett. Kaum hatte sie die Augen geöffnet, rief sie Petschorins Namen. Ich bin hier neben dir, meine Janitschka. Das bedeutet in unserer Sprache so viel wie Seelchen, antwortete er und ergriff ihre Hand. Ich sterbe, sagte sie. Wir begannen sie zu trösten und sagten, der Arzt habe versprochen, sie unbedingt zu heilen. Sie schüttelte den Kopf und drehte sich zur Wand. Sie wollte nicht sterben. Nachts begann sie zu fantasieren. Ihr Kopf glühte, zuweilen lief ein Fieberschauer über ihren Körper. Sie sprach unzusammenhängende Worte über Vater und Brüder. Es zog sie in die Berge, nach Hause. Dann sprach sie auch von Petschorin, gab ihm die verschiedensten Kosenamen. Einmal machte sie ihm auch den Vorwurf, dass er seine Janitschka gar nicht mehr liebe. Er hörte sie schweigend an, den Kopf in die Hände gestützt. Ich bemerkte jedoch während der ganzen Zeit nicht eine einzige Träne an seinen Wimpern. Ob er tatsächlich nicht weinen konnte oder sich beherrschte, ich weiß es nicht. Was mich betrifft, so hatte ich niemals etwas Bejammernswerteres gesehen. Gegen Morgen hörte das Fantasieren auf. Fast eine Stunde lang lag sie unbeweglich da, bleich und so schwach, dass man kaum merken konnte, ob sie atmete. Dann wurde ihr besser und sie begann zu sprechen. Aber was denken Sie, worüber? Ein solcher Gedanke kann nur einem Sterbenden kommen. Zuerst klagte sie, dass sie keine Christin sei und dass ihre Seele in jener Welt niemals der Seele Grigori Alexandrowitschs begegnen, sondern eine andere Frau im Paradies seine Freundin sein werde. Mir kam der Gedanke, sie vor dem Tode taufen zu lassen. Ich machte ihr den Vorschlag. Sie schaute mich unschlüssig an und konnte lange kein Wort hervorbringen. Schließlich antwortete sie, sie wolle in jenem Glauben sterben, in dem sie geboren worden sei. So verging der ganze Tag. Wie veränderte sie sich in dieser Zeit? Ihre bleichen Wangen fielen ein, die Augen wurden immer größer, die Lippen brannten. Sie litt an einem inneren Brand, als ob ein glühendes Eisen in ihrer Brust läge. Die zweite Nacht brach an. Wir schlossen kein Auge und wichen nicht von ihrem Bett. Sie litt schrecklich und stöhnte. So wie der Schmerz etwas nachließ, bemühte sie sich, Grigori Alexandrowitsch davon zu überzeugen, dass es ihr besser gehe, redete ihm zu, sich schlafen zu legen und küsste seine Hand, die sie nicht aus der ihren ließ. Bevor der Morgen graute, begann die Todesangst. Bela warf sich hin und her, riss den Verband ab, so dass das Blut von neuem zu fließen begann. Als die Wunde wieder verbunden war, beruhigte sich Bela für einen Augenblick.
Dann bat sie Petschorin, er solle sie küssen. Er kniete neben dem Bett nieder, richtete ihren Kopf vom Kissen auf und presste seine Lippen an ihre erkaltenden Lippen. Fest umschlang sie seinen Hals mit bebenden Armen, als wollte sie mit diesem Kusse ihre Seele in ihn verströmen lassen. Nein, sie tat gut daran, dass sie starb. Was wäre denn mit ihr geschehen, wenn Grigori Alexandrowitsch sie verlassen hätte? Und das wäre früher oder später ja doch geschehen. Die Hälfte des folgenden Tages war sie still, schweigsam und gehorsam, wie sehr sie unser Arzt auch mit heißen Umschlägen und seinen Mixturen quälte. »Um Gottes Willen«, sagte ich zu ihm, »Sie haben doch selbst gesagt, dass sie unbedingt sterben muss. Wozu denn dann noch alle diese ihre Präparate?« »Trotzdem, besser ist besser«, antwortete er, »um das Gewissen zu beruhigen.« »Schönes Gewissen.« Nach der Mittagsstunde begannen sie Durst und Hitze zu quälen. Wir öffneten das Fenster, aber draußen war es heißer als im Zimmer. Dann stellten wir Eis neben das Bett. Nichts half. Ich wusste, dass diese unerträgliche Hitze ein Zeichen des nahenden Endes war und sagte es Petschorin. »Wasser, Wasser«, rief sie mit heiserer Stimme und richtete sich etwas im Bett auf. Petschorin wurde kreidebleich, griff nach einem Glas, goss ein und gab es ihr. Ich bedeckte die Augen mit der Hand, begann ein Gebet zu sprechen, ich weiß schon nicht mehr was für eins. »Ja, mein Lieber, ich habe viele Leute in Hospitälern und auf Schlachtfeldern sterben sehen. Das war alles nicht so. Durchaus nicht so. Eins muss ich gestehen, hat mir wehgetan. Vor ihrem Tode hat sie sich nicht ein einziges Mal an mich erinnert. Und ich habe sie doch lieb gehabt wie ein Vater. Nun, mag Gott ihr verzeihen. Und wahrlich, wer bin ich denn schon, dass man sich meiner vor dem Tode erinnern sollte?« So wie sie das Wasser getrunken hatte, wurde ihr leichter. 3 Minuten später war sie tot. Wir hielten ihr einen Spiegel an die Lippen. Kein Hauch. Ich führte Petschorin aus dem Zimmer hinaus. Wir begaben uns auf den Wall. Lange gingen wir nebeneinander auf und ab, ohne ein Wort zu sprechen, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Sein Gesicht zeigte keinen besonderen Ausdruck. Es ärgerte mich. Ich wäre an seiner Stelle vor Schmerz gestorben. Schließlich ließ er sich im Schatten auf die Erde nieder und begann mit einem Stöckchen im Sande zu zeichnen. Ich wollte ihn trösten, wissen Sie, mehr des Anstandes halber, und begann zu sprechen. Er hob den Kopf und lachte. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken bei diesem Lachen. Ich ging weg, um den Sarg zu bestellen. Offen gesagt, ich wollte mich mit dieser Tätigkeit etwas ablenken. Ich besaß noch ein Stück kostbaren Stoff, mit dem ließ ich den Sarg drapieren. Außerdem schmückte ich ihn mit tscherkessischen Silberborten, die Grigori Alexandrowitsch einmal für sie gekauft hatte. Am nächsten Tage früh morgens begruben wir sie vor dem Fort am Flüsschen, nahe bei der Stelle, wo sie zum letzten Male gesessen hatte. Rings um ihr kleines Grab sind jetzt weiße Akazien und Holunderbüsche gewachsen. Ich hatte vor, ein Kreuz errichten zu lassen, aber dann ließ ich es doch. Schließlich war sie keine Christin. »Und Petschorin?«, fragte ich. Petschorin war lange Zeit krank und magerte ab, der arme Kerl. Wir sprachen jedoch nie wieder von Bela. Ich merkte, dass es ihm unangenehm sein würde. Und wozu dann? 3 Monate später wurde er in das Eheische Regiment versetzt und er reiste nach Grusien. Seit jenem Tage haben wir uns nicht wiedergesehen. Ja, da fällt mir ein, dass mir jemand unlängst gesagt hat, Petschorin sei nach Russland zurückgekehrt.
In den Korpsbefehlen habe ich jedoch nichts darüber gelesen. Aber es dauert lange, bis die Nachrichten zu unsereinem kommen. Nunmehr ließ er sich in eine lange Erörterung darüber ein, wie unangenehm es sei, wenn man Neuigkeiten erst ein Jahr später erführe. Wahrscheinlich wollte er damit seine traurigen Erinnerungen betäuben. Ich unterbrach ihn nicht, hörte aber auch nicht zu. Nach einer Stunde schien es so, als ob man weiterfahren könnte. Der Schneesturm hatte sich gelegt und der Himmel war klar geworden. Wir setzten uns in Marsch. Unterwegs brachte ich das Gespräch unwillkürlich noch einmal auf Bela und Petschorin. »Haben Sie nicht gehört, was aus Kaspitsch geworden ist?« fragte ich. »Aus Kaspitsch? Wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe einmal gehört, dass sich auf dem rechten Flügel bei den Schabzugen ein gewisser Kaspitsch befinden soll, ein tollkühner Bursche, der in einem roten Beschmet im Schritt durch unser Feuer reitet und eine höfliche Verbeugung macht, wenn eine Kugel an seinem Ohr vorbeipfeift. Aber ob er das wohl ist?« In Kobi trennte ich mich von Maxim Maximitsch. Ich reiste mit Postpferden weiter, während er wegen seines schweren Gepäcks mir nicht so schnell folgen konnte. Wir hatten keine Hoffnung, einander jemals wieder zu begegnen. Indes trafen wir doch wieder zusammen. Wenn Sie wollen, erzähle ich es Ihnen. Es ist eine ganze Geschichte. Sie müssen mir allerdings zustimmen, dass Maxim Maximitsch ein Mann ist, der Achtung verdient. Wenn Sie mit mir übereinstimmen, fühle ich mich für meine vielleicht etwas zu lange Erzählung völlig belohnt.